Herzlich willkommen hier jetzt mal wieder am Tag unterwegs. Okay, wir müssen ganz kurz das hier nochmal wieder entdecken, damit das jetzt endlich auch mal wieder entdeckt ist. Und dann müssen wir warten, bis es sich wieder resettet und ich alles wieder neu entdecken muss. Aber vielleicht bleibt es ja jetzt auch mal so. Okay, let's go. Wir sind hier unterwegs auf Saarbrück bei Tag und ich habe nicht einmal auf die Map richtig geschaut, was denn jetzt hier überhaupt Sache ist. Container da oben, das. Wir gehen hier. Wir gehen erstmal hier. Kurz Kompstation. Und dann gehen wir hoch zum Sägewerk und checken mal, was da mit dem Signaldetektor ist. Wir legen hier auf 2. Können wir ruhig hierher bringen. Okay. Ganz kurz mal hier so ein bisschen in die Weite geschaut, ob hier irgendwo jemand rumrennt, aber es sieht nicht so aus. Okay. Naja, solange hier keiner rumschleicht. Wir gehen hoch. So, komm und machen ein Tarnfeld drauf. Oder wir machen eher mal. Wir machen noch nicht Tarnfeld, wir machen Aufrüstung. Wir haben noch eine dritte Kommstation, wo ist die? Ach, die ist da. Ja, okay. So. Er ist ruhig auf der Map. Sehr, sehr ruhig. Ich überlege, ob ich doch den großen Sigi benutzen sollte. Jetzt höre ich ganz weit in der Ferne Schüsse. Ja, nicht runterfallen. Tja, ich glaube, ich gehe an den Sigi. Oh? Ja, das ist auch nicht so nah. Hep. Hep. Ah, sogar auf die Kante gesprungen trotzdem. Die zwei sind beim Tresor. Die bekämpfen sich da gerade. Dann haben wir hier Stress. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Niemand ist im Fischerdorf. Wen, wo gehen wir zuerst hin? Zu denen hier, oder? Nee. Wir gehen zu denen hier. Die haben auch gerade gekämpft. Ich glaube, da ist nur noch einer übrig. Ich glaube, die haben gerade gekämpft. Deswegen. Vielleicht kriegen wir hier eine View. Ansonsten haben wir noch einen Ping. Der Wolf und der Wald. Das passt gut zusammen. Und wir müssen jetzt wirklich mit Adleraugen hier zwischen den Bäumen gucken, ob wir den Gegner sehen. Ansonsten pingen wir natürlich gleich. Ja, wir müssen pingen wahrscheinlich. Aber da müssen wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt pingen, müssen wir Action machen. Weil dann müssen wir handeln, bevor wir ihn wieder verlieren. Wo ist er?
Ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen quasi. Ja. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Boah, hinter welchem Baum ist er? Versteckt er sich hier noch? Das finden wir jetzt heraus. Hä? Oh, er ist weggerannt. Verdammt, wir haben ihn verloren. Mist. Da. Da liegt er. Ich fass es nicht. Das ist jemand anderes noch, oder? Ist das wirklich jemand? Ja, oder? Ja, das ist wirklich jemand. Oh, hab ich ein Glück gehabt, dass der mich nicht getroffen hat, Alter. War der das, den ich gerade gepinkt habe? Nein, es ist noch jemand hier. Hä? Das ist doch genau da, wo der war. Nee, was? Ist es nicht. Boom, 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 Alter. Krass. Jetzt habe ich keinen Ping mehr. Aber jetzt, glaube ich, ist hier auch niemand mehr. Wir können ja gucken, was die haben. Vielleicht hat der noch, einer von denen noch einen Ping dabei. Aber das mit dem hier, dass ich, also das checke ich nicht, wie ich den jetzt hier gepinkt habe, obwohl er eigentlich dann da gar nicht war. Warte mal, hä? Hier. Nebelgranate. Schön, aber kein Ping. Und hier in der Baumschule, vielleicht liegt hier noch was Gutes. Aber wo war der jetzt? Da. Auch nicht. Aber der hat schon irgendwas leergeräumt. Der. Wieso hat der eigentlich jetzt hier den Behälter? Ah, ich check gar nichts, Alter, wie die Leute zu den Sachen gekommen sind. Weil der Tresor ist ja noch zu. Okay, er hat halt den Behälter. Okay, und eine SVD. Okay, okay, okay. Wir packen hier alles ein, was wir wollen. Okay, Heilung raus. Gut. Wir können noch, warte mal, wir können uns jetzt einmal hier mit heilen. Wir machen Loot Management. Zack, und dann können wir noch ein bisschen Munition in die SVD laden. Ja, und dann könnten wir eigentlich auch den Tresor noch öffnen, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, dass hier niemand mehr ist. Ich glaube, wir haben das Gebiet gesäubert, sozusagen. Und da sind auch zwei Schalter direkt nebeneinander. Gut, zack. Und zack. Jetzt klang es gerade so, als wäre hier doch noch jemand. Ach, das ist eine. Das ist eine Vinyl. Oder? Ist hier noch jemand? Alter. Das ist doch nur die Vinyl, die hier so knackt. Ich hoffe. Aber eigentlich kann ja keiner hier sein. Ich habe ja gepinkt. Habt ihr gehört? Hier ist noch jemand. Hey. Ah. Hey. Hier ist ein freundlicher Außenseiter.
Hoffentlich ist es ein freundlicher Außenseiter. Panzerplatte noch. Das kann raus. Hey! Ist doch kein freundlicher Außenseiter. Wie gemein! Wie gemein! Jawohl! Wuhu! Granatenkill. Ja. So, wer war das, der hey gerufen hat und dann trotzdem geschossen? Hä, wo ist er da? Aha, jetzt wissen wir also auch, wer hier falsches Spiel treibt, nämlich er hier. Er sagt hey, ist aber dann doch nicht freundlich. Finden wir nicht so gut, aber er hat seine Quittung bekommen. Ist so. Karma, Leute. Karma. Die Granate, das war eine Karma-Granate. Geil. Okay, jetzt ist hier noch Erdogan auf der Map und wir gehen erstmal noch kurz zum Sigi. Check nochmal ab, was hier los ist. Und dann, ja. Und dann holen wir uns noch den Airdrop. Die Granate, Alter. Yo, wie geil die auch geflogen ist. Unglaublich. Ich wusste, dass er da ist, weil ich habe durchs Fenster vorher ganz kurz eine Bewegung gesehen in dem Busch. Und von da kamen ja auch die Schüsse. Also bin ich davon ausgegangen, dass er da hockt. Aber dass die Granate dann auch nicht irgendwie wieder total in die Wicken fliegt und komplett woanders hin düdelt, sondern genau dahin, wo sie hin soll, dass sie da landet, das war natürlich auch ein bisschen Glück. So, was haben wir jetzt hier? Nein! Nein, da ist immer noch jemand! Alter, haben wir ein Glück, dass wir jetzt da weg sind. Genau da, oder da steht halt ein Fake. Das kann natürlich auch sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich auch noch immer noch jemand ist. Habe ich einen Pen? Ja. Ja. Oh, hier ist Draht. Wir holen uns jetzt noch den Airdrop. Aber jetzt schnell. Go, 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 go. Und wir sichern uns ab. Wir sichern uns ab. Komm, fall bitte jetzt genau dahin. Ja. Ja. Sehr geil. Zack, und wir haben sogar zack und zack. Tarnfeld ist drauf, ne? Hatte ich doch drauf gemacht, oder? Nee, hatte ich nicht. Aber irgendjemand anderes? Irgendjemand anderes hat Tarnfeld drauf gemacht. Vielen Dank dafür. So. Oh. Wollen wir hoch zum Exit? Ja, mein Idiot. Oder wollen wir zum Fischerdorf durchrennen und da das Exit nehmen? Können wir auch, soweit ist es nicht. Bevor wir jetzt hier durch die Berge tingeln, laufen wir einfach straight die Straße runter. Zum Exit hinten am Fischerdorf. Also sehen wir das Fischerdorf heute doch nochmal ganz kurz. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das war jetzt keine dumme Idee. Ich glaube, das ist doch eine dumme Idee. Wir gehen hier hoch. Wir gehen das Exit. Ich glaube, das schaffen wir dann doch eher noch. Ich habe mich gerade dahin laufen sehen und sterben sehen, deswegen. Nee, 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 wir gehen hier raus. Der Weg dahin zum Exit im Fischerdorf ist doch ein Tick zu weit, glaube ich. Mit einem Jod und ohne, dass wir rennen können. Guck mal, wir schleppen uns ja jetzt hier schon schwerfällig hin. Ja, ja, ja. Alles gut. Wir haben noch die Kurve bekommen. Das Exit kriegen wir jetzt nämlich hin. Wir nehmen jetzt schon mal das Jod. Komm. Boah, ich bin nämlich sehr, sehr schwer. Ich merke das gerade, wie fett bepackt ich bin.
Okay, den Sender nehmen wir noch mit, gerne. Mhm. Oh, guck mal hier, Alter, wie langsam wir hier... Achso, ich bin am Exit vorbeigelaufen. Moin. Wie langsam wir sind. Laufe ja noch am Exit vorbei. Alles gut, richtig gut, Alter. Geile Runde, der Wolf von Saarbrück, Alter. Au, geil. Der Hammer. Ich freue mich so. Das war mal wieder eine richtig coole Runde. Ey, das macht so einen Spaß auf dieser Map. Unfassbar. Die Map ist einfach... Wow, die Map ist geil. Saarbrück ist der Hammer. Kampf um den Tresor da auf der... Oder nicht auf der Lichtung, sondern da an dem Waldhaus. Es war heftig. Wir machen jetzt noch den Airdrop auf. Schönes Ding. Also das war mal wieder was. Wow. Und wieder ein fantastischer Granatenkill. Wirklich satisfying, wenn man die schafft. Wenn so eine Granate explodiert und dann kommt dieser Killton, dieses... Dann ist alles over, Alter. Dann ist einfach geil. Also, heute war wieder so ein Tag, wo wir einen schönen Granatenkill erleben durften. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der gesamten Runde und mit dem Wolf in Saarbrück. Und mit dem geht es natürlich auch weiter hier auf meinem Kanal. Derzeit im Wolf-Special. Wenn ihr dabei seid und nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es schon längst gemacht habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Hugo. Ciao, ciao.